Moin Leute und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Viele Leute haben mich angeschrieben, wie das aussieht mit dem Zündschloss. Ja, jetzt gehe ich mal drauf ein. So, um nochmal ein bisschen darauf eingehen zu wollen und zu können. Das ist ein Zündschloss, was ich jetzt aktuell bei der lieben Julia verbaut habe, weil viele Leute haben nachgefragt, wie schließe ich so ein Zündschloss an, beziehungsweise was für ein Zündschloss ist es überhaupt, ne? Also hier ist ein ganz normales FS-Zündschloss, was wirklich nur Zündung schaltet, kein Startbefehl und nichts, nur Zündung. Das heißt, du hast einen Öffner- und einen Schließerkontakt, so nennt sich das. Ja, was kann man hier großartig zu erzählen? Zwei Schlüssel bei dem. Zu diesem Zündschloss findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Es kostet, glaube ich, 6 Euro oder so auf eBay. Also ist kein Product Placed oder so. Ne? Also wie gesagt, 6 Euro, ganz FS-Zündschloss. Schlüssel sind nicht genormt, also die sind anders kodiert immer. Das heißt, ihr könnt ganz beruhigt diese Zündschloss kaufen. Es gibt immer andere Schlüssel. Das schon mal dazu. Um jetzt feststellen zu können, welche Kabel ich überhaupt brauche hier von diesen vier. Letztendlich brauche ich persönlich zwei am Ende, weil ich will nur am Ende öffnen und schließen. Das heißt, in dem Sinne, einmal Zündung aus, einmal Zündung an. Na, um das jetzt rauszufinden, nehmen wir uns ein Multimeter. Machen hier eine Durchgangsmessung, so nennt sich das. So. Für Leute, die nicht wissen, auf jedem Multimeter, was eine Durchgangsmessung ist, dieses Symbol braucht ihr. Mit dem Symbol hier könnt ihr auf Durchgangsmessung schalten. So, wir gehen jetzt hin, da ich schon weiß, welche Pinne für mich jetzt relevant sind, weil ich es schon bei der lieben Julia gemacht habe. Müsste, glaube ich, schwarz und rot gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich ihn jetzt reinstecke, dürfte da rein theoretisch nicht piepen, weil meine Zündung aus ist. Das heißt, piept schon mal nicht, das ist schon mal gut. Das heißt, ich habe hier keinen Durchgang, so nennt sich das. Das heißt, das Kabel von schwarz nach rot ist gerade nicht verbunden. Jetzt, wenn ich die Zündung einschalte, sollte es verbunden sein und man sollte piepsen. Dann jetzt einmal hinhören. Jetzt wissen wir, die Zündung ist an. Jetzt ist die Zündung aus. Bei dem Zündschloss ist es so, wenn die Zündung an ist, kriegt ihr den Schlüssel nicht gezogen. Nur bei Zündung aus. Das heißt, wir müssen uns auch wirklich auf das schwarze und das rote Kabel fixieren. Anderweitig, wenn wir jetzt das grüne und das weiß-schwarz jetzt hier nehmen würden, müsste der jetzt Durchgang haben bei Zündung aus und piepsen. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssten ja rein theoretisch die Zündung anhaben, damit das Motorrad nicht starten dürfte. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja Zündung anhaben, damit es startet. Ne? Das schon mal dazu. So, wir wissen, bei dem Zündschloss, das schwarze und das rote Kabel brauchen wir am Ende. Ich bin jetzt hingegangen, habe den Stecker abgeknipst, den Stecker brauche ich nicht, weil ich, wie gesagt, nur diese zwei Kabel brauche, schwarz und rot. Wir gehen jetzt zu meiner Maschine. Da zeige ich euch im Detail so ein bisschen genau, welches Kabel ihr nehmen könnt, beziehungsweise es gibt mehrere Methoden. Erstmal ein Zündschloss anzuwenden. Ja, aber das kommt gleich. Es gibt verschiedene Varianten, wie ich ein Zündschloss irgendwo anschließen kann. Die erste Variante, die ich auch meistens so bevorzuge, was am schnellsten geht, was aber auch relativ okay ist, ist ganz mal über den Startschalter. Ja, wenn ich jetzt hier oben auf Start drücke, Joel, hörst du, würde direkt laufen. Das heißt, der Anlasser dreht. Hiermit dreht der Anlasser gerade. Das will ich damit vermeiden mit diesem Zündschloss, dass der Anlasser sich überhaupt drehen kann über diesen Knopf hier. Der Anlasser, der betätigt sich ja nicht nur, wenn ich hier oben drauf drücke. Es funktioniert so. Du hast hier oben einen Knopf, damit schaltest du einen kleinen Strom auf ein großes Relais frei. Das große Relais gibt dann den Strom für den Anlasser frei, also für den Starter. Das nennt sich auch Anlasserrelais. Das sitzt hier bei mir, hier. Bei den meisten Modellen sitzt aber auch am Luftfilterkasten auf der Seite. Jetzt kann man jetzt hier hingehen, den Stecker hier komplett abmachen. Ja, gucken, ob ich gerade so hinkriege, einen Schraubendreher brauche. Einen Schraubendreher. So. Hier gehen wir erstmal hin. Am besten immer Batterie minus abklemmen, weil hier hantiert ihr gerade mit Strom. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo drankomme mit Plus und Minus, dann könnt ihr mal Funk gehen. Deswegen empfehle ich euch, macht immer Minus ab. Immer auf der sicheren Seite. Bei einer Batterie übrigens abklemmen. Immer erst Minus, dann Plus. Zum Anklemmen Plus, dann Minus. Schon mal eine gute Reihenfolge für euch.
So, jetzt haben wir hier weitere 4 Kabel. Woher weiß ich, welches Kabel für was ist? Kann ich dementsprechend auch alles mit Multimeter rausfinden. Hol das mal eben schnell. So, Multimeter haben wir. Jetzt müssen wir nur noch wissen, welches Kabel hiervon geht nach hier oben zum Schalter. Wie ihr merkt, ich kann jetzt drücken, jetzt passiert nichts, weil der Stecker hier am anlassen Relais ab ist. Das heißt, das wäre jetzt übrigens die erste Möglichkeit, wie wir ein Zündschloss verbauen können. Ich lege es jetzt zum Beispiel über den Schalter hier oben zum Startbefehl für den Anlasser unten. Das Kabel vom Anlasser bzw. für den Startknopf ist übrigens das hier. Die 2 Kabel hier, die gehen hier oben zu dem Schalter. Das ist auch, wie gesagt, auch ein Zündschloss hier oben, rein theoretisch, nur halt ohne Zündschlüsse. Jetzt ist der Stromkreis offen und sobald ich drücke, ist der Stromkreis geschlossen. Das heißt, aktuell ist sozusagen das Kabel durch und sobald ich drücke, ist das Kabel wieder verbunden. Wir gehen jetzt hin. Wir machen jetzt hier wieder eine Durchgangsmessung. Ich fange mal an mit dem hier zum Beispiel. Jetzt auf irgendeinen der Pinne, welcher ist gerade völlig egal, und sehe, ich habe keinen Durchgang. Nehme den oberen. Ich sehe, ich habe keinen Durchgang. Nehme hier einen anderen Pin. Kein Durchgang. Immer noch kein Durchgang. Jetzt habe ich Durchgang. Jetzt weiß ich, hier ist mein Kabel. An das Kabel kann ich jetzt zum Beispiel dran gehen und sagen, hier kann ich die Zündung unterbrechen. Das Kabel ist auch das Kabel, was von da oben nach hier unten geht. In dem Fall ist es jetzt hier blau-rot. Siehst du das, Joel? Das blau-rote Kabel ist jetzt vom Anlasser Start bzw. von dem Startknopf oben von der Lenkarmatur. So, da ich bei mir kein Zündschloss jetzt aktuell verbauen werde, stelle ich euch das jetzt dementsprechend ein bisschen grafisch so ein bisschen da oder zeige euch das dementsprechend hier so ein bisschen, was ihr da machen müsst. In dem Fall geht ihr erstmal hin, müsst euch erstmal aussuchen, wo verbaue ich das Zündschloss übrigens. Bei der Julia habe ich es hier verbaut, ungefähr so. Die hat einen ganz anderen Rahmen als ich, aber ungefähr an der Stelle habe ich einen Halter angefertigt, den ich dann gebogen und gekantet habe und hier oben an die Rahmenschraube mit befestigt habe, so dass der Zündschloss wirklich fest verbaut ist. Wenn ihr das Zündschloss dann verbaut habt, merkt ihr zum Beispiel, die Kabel sind jetzt hier zu kurz, das macht nichts. Macht ihr einfach Kabel länger dran, alles vollkommen okay. Die 2 Kabel hier, grün und weiß-schwarz, bei dem Zündschloss, könnt ihr wegschneiden, die könnt ihr ab hier unten abschneiden, wegschmeißen, was auch immer mitmachen. Ihr braucht, wie gesagt, das rote und das schwarze Kabel nur. In dem Sinne müsste ich jetzt das jetzt durchschneiden, hab dann 2 Kabel über, das machen wir jetzt eben mal. Jetzt müssten wir hingehen, das Steuergerät so ein bisschen freilegen hier. So, jetzt kann man hier an diesem Kabelstrang besser arbeiten. Siehst du das? Das Kabel brauchen wir. Jetzt machen wir hier die Isolierung ein bisschen ab und kneifen das blau-rote Kabel einfach durch. Und nachdem wir das durchgekniffen haben, gehen wir jetzt mit einem Ende da dran und mit dem roten Ende an das andere Ende. Das heißt, wir haben sozusagen bei diesem Kabel jetzt gerade hier das Kabel von dem Startschalter oben. Das hätten wir jetzt hier zwischen. Das heißt, wir können sagen, Verbindung oder keine Verbindung. Und das nutzen wir mit diesem Zündschloss aus, weil wie gesagt, das ist ein Öffner und ein Schließer. Mehr ist das nicht. Genau. Wie man das verbindet, ich würde es am besten löten. Das wäre eine Alternative. Man könnte auch sagen, man kann es krimpen mit Stoßverbindern, nennen die sich. Oder was weiß ich. Lüsterklemmen ist jetzt nicht die ideale Weise, aber für die Leute, die wirklich nichts haben, das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit. Aber sonst das ganze andere würde ich lassen. Vielleicht noch Vago-Klemmen. Die sind auch ganz gut, aber ist halt platztechnisch ein bisschen schlecht zu verbauen. Das würde ich machen. So, das schon mal zu der ersten Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre jetzt, muss ich mal gerade selber überlegen, wir haben über Anlasser, wir hätten noch die Möglichkeit über die Benzinpumpe. Ohne die Benzinpumpe, was übrigens hier der Stecker ist, würde der Motor auch nicht laufen. Dafür müssen wir einmal unser Zünd- bzw. unseren Startknopf einmal wieder anklemmen. Ja, mein Gott. So.
um hier zum Beispiel auch rauszufinden, wo ist überhaupt das stromführende Kabel. In dem Sinne gehe ich jetzt einfach mal rein. Meistens ist es immer Pin 1. Ich gucke mal, ob hier Pinne beschriftet sind. Leider nicht. Macht nichts. Ich nehme jetzt einfach mal das Kabel und guck mal, ob ich jetzt gleich Spannung habe. Direkt das erste Kabel haben wir hier unseren stromführenden gefunden. Komm mal rüber, Joel. Bei meinem Motorrad ist es jetzt zum Beispiel dieser Pin hier, das stromführende Kabel. Es ist genau dasselbe wie mit dem Anlasserkabel hier. Wir schneiden das Kabel hier durch, setzen unser Zündschloss dazwischen. So. Und das war's. Das wäre dann die zweite Möglichkeit. Das wäre die zweite Möglichkeit zum Beispiel, um das Motorrad mit einem Zündschloss auszurüsten. Der Nachteil bei dem Zündschloss über den Anlasserbefehl: man könnte rein theoretisch das Motorrad auch noch anschieben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ist kacke, aber wenn du zum Beispiel ein Lenkradschloss drin hast, ein Bremsscheibenschloss drin hast, dann hast du schon mal gewährleistet, dass keine kleinen Kinder hier am Startknopf rumspielen, ohne dass das Motorrad angeht. Das wäre schon mal dafür. Also für die Leute, die wirklich nur nicht wollen, dass das Motorrad angeht bzw. dreht, dafür ist die Alternative super, ne? Bei der Benzinpumpe hier allerdings, wenn ihr da das Kabel durchschneidet, der Motor dreht weiterhin und weiterhin, weiterhin. Also wenn ihr irgendeinen Idiot habt, der eure Batterie dann leer machen will, das wäre dann auch wieder so eine Kacke, ne? Eine dritte Möglichkeit gibt es zum Beispiel über die Zündung. Das heißt, ihr nehmt von der Zündung das Kabel und schneidet das da durch. Das heißt, die Benzinpumpe läuft, der Motor dreht, aber der kriegt keine Zündung. Man kann sagen, was man will. Man muss wissen, für wen, für welchen Bereich was am besten ist. Ich allerdings würde immer das Anlasserkabel nehmen. Ist am einfachsten, am besten, weil wie gesagt, der Motor lässt sich nicht mehr drehen. Klar, man könnte sie anschieben, aber wenn man sie, sag ich mal, gegen Diebstahl und alles ein bisschen sichert, dann ist das da dementsprechend auch okay, würde ich sagen. Genau. Ich würde sagen, das war es eigentlich schon, ne? Viel mehr gibt es eigentlich nicht drüber zu sagen. Wie gesagt, das war jetzt so ein paar Basics. Man kann noch ein bisschen mehr drauf eingehen, noch viel mehr erzählen. Wie funktioniert das hier überhaupt? Warum macht man das da? Man kann es auch noch vielleicht an anderen Stellen machen und sowas. Aber um generell irgendwie mal den Menschen weiterzuhelfen, die nicht viel Mittel haben und sowas, ist das eine günstige Alternative, auch gegen Raub und sonst was. Ne? Wenn du das Moped jetzt irgendwo abstellst, bisschen Eis essen und irgendjemand schwingt sich drauf und denkt, ah ja, die kann man ja direkt anmachen. Ist nicht. Wenn ihr so ein Zündschloss habt, dann sitzt er drauf, kann so viel drücken, wie er will, da passiert nichts. Klar, man kann den Notaus auch rausmachen. Geht auch. Ne? Ist alles so eine Sache, aber mein Gott, das ist jetzt laut hier wieder. Genau, ich würde sagen, das dazu. Wenn noch Fragen sind, schreibt alles bitte unten in die Kommentare. Ich versuche echt alles zu beantworten für euch. Alles werde ich wahrscheinlich nicht beantworten können, weil, wie gesagt, mein Wissen ist auch halt nur irgendwo begrenzt. Ich habe halt viel Informationen durch andere, auch viel gelernt durch meine Ausbildung und sowas. Aber Allwissen bin ich übrigens auch nicht. Viele denken, ich weiß echt alles. Das ist nicht so. Also ich bilde mich schon generell weiter, ne? So ist es nicht. Aber wie gesagt, das ist so eins der Basics, die ihr wissen solltet, wenn ihr wirklich einen Zündschloss nachrüsten wollt. So geht das. So, ich würde sagen, das war's. Übrigens, lieben Dank an den Joel, der hinter der Kamera steht und die ganze Zeit filmt. Danke, Joel. Bitte schön. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, vielleicht ein Abo. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen und haut rein.